Willkommen, Kameraden! Wir melden uns zum Dienst! Mit dabei ist heute der Enno. Melden Sie sich! Anwesend! Navo, melden Sie sich! Anwesend! Reaper, melden Sie sich! Ich bin nicht da! Dann ab in den Kampf! Hurra! Huey! Also ich gehöre nicht zu den Seals, tut mir leid! Ich bin kein Army Ranger oder sonstiger. Was machst du da mit dem Seitenruder? Also, wir müssen links herum fliegen. Eine schöne Kurve und fast wieder in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Ach so. Was machen wir eigentlich jetzt nochmal in der Mission? Aber vorsichtig mit dem Berg dort. Wir müssen diesen Flieger hier weg. Ich flieg diesmal ein bisschen höher. Ja. Nur damit wir das Fahrwerk nicht wieder verlieren. Kannst du nochmal anhören? Aber wir müssen einmal 90 Grad nach links. Oh Gott! Auf Kurs 270 bitte. Flughöhe FL300. Die Richtung sieht gut aus. Du könntest noch ein bisschen nach rechts ausholen, weil wir dann schon gleich den richtigen Winkel für die Landung haben. Okay, die Landebahn ist noch nicht in Sicht. Nein, sie befindet sich hinter dem Berg. Hinter genau dem im Berg. Tal beim Fluss. Oh Gott. Ich sehe sie schon da unten links. Ja, links und am besten halt die Kurve schön nehmen, damit du gut reinkommst. Siehst du sie? Ist doch irgendwann noch runter? Sie ist direkt unter uns. Ach so, direkt unter uns. Ich würde jetzt eine Platzrunde machen, westliche so Richtung. Ich drehe noch einmal nach links ab, fliege eine Kurve und dann sanfte Landung. Da kann ich etwas tiefer ansetzen. Ich glaube, aus dem Tal zu landen wäre fast sinnvoller, oder? Weil hier hast du einen Berg im Weg. Aus der Richtung. Oh Gott. Wer glaubt an Gott? Das schaffen wir. Ich fühle mich das noch ist ein zwar ein paar so. Kühe im Weg, aber das schaffen wir. Da sind Kühe! Oh, die haben Kühe. Oh Gott. Oh Butter. Gott, noch mehr Kühe. Ah! Zweite Es gibt Schnitzel. Oh Gott, oh Gott. Bremsen! Ja, etwas eingerostet billig, aber. Ich steig aus hier, das ist viel zu schlimm hier, Hilfe. Lieber lieber mit unserem Medic im Auto oder mit mir im Dodge-Chester? Ich glaube, wir müssten noch ein Stück zurücksetzen, wenn es geht. Die wollten am besten die Sachen da hinten bei dem gelben Auto haben. Einmal kurz aus dem Weg, Mr. Medic. Medic, bitte aus dem Weg. Ich will nicht dieselben Fehler machen wie du. Schießt hier jemand? Ja, unser Sniper macht gerade Schnitzel fertig. Ja, ich hol unser Essen. Hau mal ab, du Rindvieh. Los, los. Noch ein Stück an dem Heli vorbei. Gut gemacht. Die Rebellen. Ja, genau, gut gemacht. Wir gehen, wo das Flugzeug ist, sagen wir ihn später. Die haben Spaß. Gut. Die Folge können wir nicht bei Peter zeigen, oder? Gibt's hier noch irgendwas? Ich will zeigen, dass es Spiele gibt, die verbieten müssten. So, einmal mir nach. Weil hier hinten wollten sie uns was als Belohnung hinterlegen. Super. Sind Massenproduktionen. Sehr gut. Gibt's hier noch mehr? So vielleicht noch so ein Munitionsbaggy oder so? Wir hätten noch ein paar Informationen, die sie auch noch hier haben wollten. Und zwar müsste da hinten ein Farmgebäude sein. Quasi jetzt Richtung Heli und dann nach rechts weiter. Positiv. Wenn es das Weiße ist. Mit zwei Silo? Ja. Da vorne müsste es sein. Und dort müsste irgendwo ein Informationslager sein. Sind da Feinde? Ich denke nicht, dass Feinde so nah bei unseren Kollegen sind. Ja.
Negativ, ich sehe einen Tango. Bestätige. Positiv. Okay, unerwartet. Ich schaue einmal. Drohne fliegt. Korrigiere, sehe zwei. Drei. Okay, ein schweres Fahrzeug. Wir bleiben auf unserer Seite vom Fluss und gehen einmal nur in dieses Farmgebäude rein. Dann hoffen wir, dass keiner im Gebäude lauert. In dem Gebäude hier oder wo? Ja, soweit sauber. Ich sehen kann, ist es sauber. Seht ihr die Infos? Nachschub. Munition. Hab ich übertragen. Müsste sich um Waffenteile gehandelt haben. Oder um Waffen generell, also irgendwelche. Irgendwelche Informationen über Waffen. Also wir sind hier ganz in der Nähe von einem Konvoi, den wir uns mal anschauen sollten. Deswegen müssen wir den mal anhalten. Also ab ins Auto. Haben wir irgendwo ein Fahrzeug? Wir haben einen schweren LKW. Ich weiß nicht. Der nützt uns, glaube ich, reichlich wenig. Negativ, das ist ein Zweisitz. Das heißt, man kann hinten auf die Ladefläche. Die ist aber beladen. Okay, das wäre natürlich guter Schutz gewesen. Tango hinten. Ausschalten, wenn möglich. Erledigt. Sehr gut. Wir könnten uns da, wo wir die beiden Tangos vorhin gesehen haben, reingehen und das schwere Fahrzeug klauen. Da ist ein Fahrzeug mit einem dicken MG oben auf dem Dach. Widerspreche, haben wir auch hier Fahrzeuge mit vier Sitzen? Dann denke wäre auch. Ich für das leichte Fahrzeug unauffällig und ohne Gegenkontakt. Außerdem sehe ich gerade vier Tangos. Ja, einmal zurück. Positiv. Bin schon unterwegs. Und was haben wir dort? Einen Transporter. Wieder ein kleinen Minivan. Benötige eine Richtung. Einmal hier vom Land runter, genau. Und dann nach links. Der Straße folgen. Er befindet sich auf derselben Straße und fährt in dieselbe Richtung. Wir müssten uns irgendwann von hinten an ihn nähern. Ich melde ein Problem bei diesem Fahrzeug. Ich kann die hintere Tür nicht mehr öffnen, somit kann ich nicht aus dem Fahrzeug rausschieben. Oh ja, stimmt. Ich sehe es auch. Könnte das Fahrzeug wechseln? Ich bin dafür, dass wir das Fahrzeug wechseln, ja. Weil ich kann diese Tür hier nicht beim Fahren öffnen. In welches wollen wir gehen? Okay, in den großen. Dann schauen wir mal. Cadillac. Hier kann man raus. Ja. Folge dem Fahrzeug unauffällig. Wir müssen ihn aufhalten, also eventuell Reifen zerschießen. Eventuell erst einmal überholen und. Überholen und ich versuche auf den Fahrer zu schießen. Oder so. Die Reifen dürfen gepanzert sein, beziehungsweise schusssicher sein. Zwei Gegner. Aua! Das Fahrzeug ist schneller. Deutlich. Und den Wagen. Ziel gesichert. Verschwinden wir. Ich liege, einer befindet sich bei mir. Bin ebenfalls down. Er läuft zu Reaper. Er ist hinter dem Wagen. An einem Baum. Ja, direkt neben mir an meinem Bäumchen. Ausgeschalten. Ich bräuchte da so ein helfendes Händchen. Kriegen Sie. Mir steckt da so eine Kugel im Rücken. Einmal ins Liegen. Mir geht's auch nicht so gut. Wo liegen Sie? Hier, bei mir. Ja. Oh, vielen Dank. Danke für das Schmerzmittel. Wir haben hier noch so einen, der meinte, er könnte sich ergeben. Was machen wir mit dem?
Freilassen oder töten? Naja, die Gefahr besteht, dass er ein Spion ist, beziehungsweise uns hintergeht. Andererseits kann man nicht wissen, ob er doch überläuft. Das ist kein großer Verlust, glaube ich. Dann stirb. Da wir nur einen Max-Schaden haben, können wir dieses Fahrzeug nehmen. Ansonsten könnte... Ja, der ist wieder... Bin mir gerade unsicher. Ja. Ja. Dachte doch jemand, dass vorne noch frei ist. Haben wir die Möglichkeit, das Fahrzeug, das wir gerade angehalten haben, noch zu bewegen? Bei dem auch würde ich es aber lassen. Auch wenn er gepanzert ist, dürfte das schwer sein. Außerdem ist das kein Viersitzer, wie es scheint. Lass mich raten, du willst den Unida-Typen da anhalten. Feindkontakt auf der Straße, falsches Fahrzeug. Der steigt raus, wir können Kollateralschaden achten. Könnt ihr ihn verhören? Bin schon auf dem Weg. Hey, Cowboy-Type hier, hallo? Quédate quieto. Hallo, na, was willst du, hä? Willst du Pause machen? Du hast keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Diesen Schein werde ich nicht bezahlt, Cabron. Ich rette. Unschönerweise befürchte ich, dass wir dieses Fahrzeug doch brauchen, das wir angehalten haben. Wir sollen Sender aktivieren als nächstes. Und ich befürchte, dass dieses Funkfahrzeug dafür notwendig ist. Hat dafür jemand zufällig einen Schraubendreher dabei? Also, leider negativ. Das hier war aber die Versorgung, ne? Die habe ich schon markiert. Warte, ich steig einmal ein. Bewegt sich das Fahrzeug noch oder ist es tot? Oh. Einmal aufpassen, du überfährst bald wieder jemanden. Bewegt sich auf jeden Fall. Bloß wie lange? Wie gesagt, die Rauchentwicklung lässt auch nichts Gutes schließen. Also ich bin mir unsicher, ob wir wirklich dieses Fahrzeug brauchen. Auf jeden Fall... Ja. Wir können es ohne versuchen. Was hast du denn? Wir versuchen es ohne das Fahrzeug. Rutsch mal rüber, ich will da. Ja, schon geschehen. Okay. Die Richtung ist richtig und da vorne links. Sehr gut, der Straße ziemlich lange folgen. Ach ja. Damals im Westen. Da ist man doch da ist man auch auf der falschen Straßenseite gefahren. Was? Was? Was denn? Ja. Nix, nix. Da vorne immer noch geradeaus. Oh, was ist das denn hier? Hey, hier ist eine Karte im Rad. Haben wir wenigstens eine zusätzliche Karte. Karte mit vielen komischen Lichtern und Punkten und Machen und Tun. Ich habe keine Ahnung davon, das überlasse ich dir. Oh. Ist das ein Feindfahrzeug vor uns? Weiter geradeaus? Negativ, das sieht mir nach einem Transporter aus. Nein. Eine sehr kurvige Strecke folgt jetzt. Ui! Beziehungsweise Serpentin. Wir müssen nämlich den Berg. Und ja, wir benutzen die Straße dafür, nicht den Berg. Der Wagen hier, der hört sich nämlich schon nicht so an, als würde er das schaffen. Ah.
einfach negativ denken. Einfach einen Gang runterschalten, dann hast du wieder noch eine Drehung, einen Drehmoment. Ja, im schlimmsten Fall geht uns der Motor hoch. Ja, ist ja nicht schlimm, ne? Wir sitzen ja nur hier drin. Naja, wir sitzen immer noch hinten. Ja, genau, wir sitzen hinten. Hast du mal so einen Motorblock auf dich zufliegen sehen? Da ist egal, was da im Weg ist. Wir haben theoretisch eine höhere Überlebenschance als die zwei da vorne. Dem Fahrer kommt die Lenksäule entgegen. Am besten hier irgendwo schon anhalten. Weil wir müssen da vorne rechts hoch. Ich denke, das geht zu Fuß besser. Davon abgesehen haben wir auch einen Lieutenant hier im Lager, den wir vielleicht noch bezüglich ein paar Nahrungseinsätze etc. kontaktieren können. Nahrung klingt gut. Darum befreut sich unser Medic. Setze Drohne ein. Kommen wir nirgends hoch. Es befinden sich auch Zivilisten hier. Es scheint eine kleine Stadt zu sein. Ziel ist es, den Funk zu stören, meine ich. Nein, also den Sender zu starten. Okay, dann sollten wir irgendwo eine Funkstation ausfindig machen können. Also der Lieutenant befindet sich schon hier bei uns bei einem Haus. Ich muss gerade mal genau gucken, welches das ist. Hier keine Funkstation. Bei welchem Haus genau? Nähere Informationen? Es ist so hellbeige. Eine Ruine ist daneben und das ist ganz hellbeige, irgendwie so ein bisschen gelblich. Unser Sniper befindet sich auf einem Dach beim Nachbarhaus. Ist guck dich mal zweistöckig? Um. Nein, es ist ein kleines Hüttchen. Negativ sehe ich es nicht. Ich sehe eine Ruine. Ja, so gelblich. Hier sind keine gelben Häuser. Also ich habe hier ein grünlich gelbes Haus. Ganz außen. Bin vor Ort. Okay, dort müsste sich ein Lieutenant befinden. Ich weiß nicht, ob er uns feindlich oder freundlich gesinnt ist. Auf jeden Fall hat er Informationen für uns. Es könnte der Mann mit dem Cappy sein. Ja, es ist der Mann mit dem Cappy. Benötige Standorte von euch? Auf meinem Dach. Okay, bestätigt. Ich kann dir leider nicht genau sagen, wo. Ja, das sehe ich. Huch. Da kommt noch ein Soldat hochgehüpft. Welches Gebäude war denn jetzt gemeint hier? Könnt ihr mich hier sehen? Ja. Hinter euch? Ja. Genau. Ja. Dieses Gebäude ist gemeint, hier ist eine Person drin. Und das müsste unsere Zielperson sein. Ich sag mal freundlich halt. Da befinde ich mich ja ganz woanders. Ja, ich sehe dich, du rennst auf uns zu. Haben Sie was über das Kartell gehört? Wo es hier aktiv ist oder so? Gracias. Viel Glück. Markiere Nachschub. Der war nett. Hier gibt's Muni. Okay. Nimm die Sekundärwaffe. Meine ist zu laut. Dein Schalldämpfer? Für eine 50er Kaliber Desert Eagle gibt es keinen Schalldämpfer. Okay. Außerdem darf man dieser Waffe keine Maulsperre verpassen. Hallo? So, wir müssen der Straße folgen. Es könnten Feinde in der Nähe sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich brauche ein Dach. Obwohl, ich versuche mal hier hochzuklettern. Von da oben kann man doch bestimmt gut reinkommen. Oh Gott! Bitte nicht überfahren werden.
Dorf ist ziemlich friedlich. Ich glaube, ich sehe Munition. Ich sehe bisher nur Zivilisten. Einer ist am Beten, der andere guckt sich die Straße an und noch ein weiterer rennt gerade irgendwo durch die Gegend. Unser Medic ist bei dem Zielhaus. Was? Bei dem kleinen Lager? Laut Karte müsste es das Richtige sein. Ja. Und beabsichtigt, hier sind Rohstoffe. Ist da die Möglichkeit, den Sender zu aktivieren? Sieht nicht so aus, nein. Ich sehe den Sender, der Sender befindet sich hier vorne in einem Fahrzeug. Das ist so ein Anruf. Ah, sehe den Sender, ja. Kann ihn aktivieren. Das könnte Feinde zu uns locken. Kann. Am besten schon mal gucken, dass man hier irgendwo quasi sich in Sicherheit bringen kann. Kann hier die Treppe hoch zum Weißen Haus, wo der Sniper ist? Was ist mit mir? Na, nick damit! Also von meiner Stellung aus dürfte ich gut Feuerunterstützung geben können. Wir könnten für den Fall der Fälle Minen legen, aber ich mache mir Sorgen um die Passanten. Guter Einwand. Hier ist zu viel los, stimmt. Bin in Position. Warte auf weitere Weisung. Wenn alle bereit sind, dann aktivieren wir den Sender. Ist die Frage. Dann bin bereit. Ich bin auch bereit. Negativ, hinter einem Hühnerkorb ist, glaube ich, auffällig. Na gut. Dann kann Return to Sender. Ja, Feinde nähern sich mit einem Auto. Welche Richtung? Berg hoch oder berg runter? Da, wo wir her. Berg runter. Und berg hoch. Berg hoch. Zwei Fahrzeuge. Ich übernehme die Berg, die vom Berg kommt. Berg hoch, ein Abschuss. Sie kommen mit dem Auto weiter um die Kurve rum. Explosion war ein Abfall. Fahrzeug zerstört. Weiteres Fahrzeug von unten. Kein Schuss für. Granate fliegt. Granate fliegt. Como esta, bitches? Sauber. Auf Kollateralschäden achten. Das zeigt bei euch. Unbekannte Schussrichtung. Bei mir auch. Erledigt. Oh, ich zähle leider niemanden. Ein Tango noch auf der Straße. Ist down. Aua! Ich wurde von hinten angeschossen. Gegner vom Bergrichtung vermuten. Ein weiteres Fahrzeug nähert sich von Tau. Ja. Fahrzeug ist angehalten, sie steigen aus. Granate fliegt. Granate kommt, komme mierda culeros. Das dürfte sie alle erledigt haben. Nein, ein Feind. Einer lebt noch. Einer ist noch. Da haben wir noch einen Feind bei dem Auto. Kann ich nicht anschießen, kein Feind zu weg. Hier brennt. Erledigt. Ja, ist tot. Explosion. Okay, Botschaft ist raus. Das sollte den Rebellen helfen. Okay, wir haben es geschafft. Die Stadt ist in Schutt und Asche geweckt. Zumindest dürfte das Straßenbeamt jetzt einiges an Arbeit haben. Schüsse? Gern geschehen. Und was hast du über Juri und Polito? Noch nichts. Die beiden verwischen ihre Spuren. Aber meine Leute arbeiten daran. Schon bald werden wir mehr wissen. In der Zwischenzeit stehen meine Brüder in Itaqua bereit, euch bei Bedarf zu helfen. Meldet euch und sie werden kommen. Ich werde dran denken. Okay, das hätten wir erledigt. Wir müssen mal.
Padre. Wir könnten uns noch einen Orden verdienen. Über Yuri Ippolito hat. Ich höre. Einer meiner Leutnants konnte ihnen entkommen. Er ist in ein Dorf namens Kulta geflohen. Statt ihn an das Kartell auszuliefern, hat ihn das Dorf versteckt. Verdammt mutig von ihnen. Zur Vergeltung hat Santa Blanca das gesamte Dorf ausgelöscht. Fuck. Mein Leutnant lebt noch. Vermutlich, um ihn auf noch grausamere Weise töten zu können. Verstanden. Sind unterwegs nach Kulta. Ist Kulta noch in unserem Gebiet hier? Nein, es ist ein Dorf im Norden. Dann sollten wir vielleicht erst die Aufgabe hier erledigen, bevor wir irgendwo anders marschieren. Die Aufgabe hier, meinst du den Orden oder meinst du, wir sollen seinen Lieutenant retten? Ja, die Aufgabe hier, weshalb wir diesen Dingsbums hier gemacht haben. Wir müssen doch noch Yuri und Polito ausschalten, den Vollidioten, die da zwei da. Aggression, Rede prohibida, no es te permitido, Narcissus, Kritik, wenn es der Rede ist. Dann fahren wir zu dem Dorf im Norden. Ich würde aber vorschlagen, erst einmal wieder aufzumunitionieren, oder habt ihr das schon? Ja, schon erledigt. Okay. Wenn der Orden hier direkt in der Stadt ist, können wir den gleichzeitig noch mitnehmen. Ansonsten. Er ist ein Stückchen weiter im Berg hoch. Die Treppe hoch. Ja, aber es scheint eine Base zu sein von Militär. Dann sollten wir das vielleicht nicht. Nein. Wir kümmern uns erstmal um den. Du siehst ja diesen Rauch aus, oder? Ja, ja, es ist nur nicht nach Diesel 4 Norm. Okay. Ich würde sagen, der hat ein Problem mit dem Abgaskrümmer. Guck dir mal hinten die Delle an. Kein Wunder, dass der Wagen kaputt ist. Er ist neu. Welches hinten? Okay. Das ist eine einzige Delle. Da ist doch fast also nichts wir müssen dran. Schon in die andere Richtung. Negativ, weil keine Freistraße, obwohl ich kann es versuchen. Ja. Mach weg den Scheiß, der Wagen rennt doch eh schon. Achtung. Ich sehe uns gleich schon bei den Engelchen Flöte singen. Ich konzentriere mich mal auf die Karte. Ihr sagt Bescheid, wenn das Auto in Flammen aufgeht. Wir brennen. Ja. Nein, noch nicht. Doch. Ich könnte mal eine Granate hier drin zünden. Oh, hier steht ein Neuwagen. Jetzt ist ja, er nicht benutzt. Aussteigen, das Auto brennt nicht. Ja, der qualmt rot, braun, schwarz. Rot, braun, schwarz. Alle Farben, die Stuhl annehmen kann. Puh, ich hab uns irgendwie schon den Hang runterrollen sehen. Na, wenn das passiert, wären wir auf jeden Fall tot. Bei dem kokelnden Fahrzeug bestimmt. Oh! Also, da kannst du nichts für, der ist ja vor das Auto gesprungen. Ja, ich hab mir auch so gedacht, was denn der? Das ist ein Versicherungsbetrüger. Eieiei. Ja. Oder er will nicht mehr. Ja, da gibt's schönere Methoden. Wobei das wenigstens unerwartet kommt. Zwei Minuten. Hinter der Kurve auf der rechten Seite. Also nicht knapp hinter der Kurve, sondern erst über den Fluss rüber und dann hinter. Also dann rechts befindet sich ein Informationslager, beziehungsweise zwei. Da sollten wir vielleicht nochmal kurz zwischenhalten. Gegner auf der rechten Seite. Gegner. Wir halten hier und versuchen in das Gebäude reinzukommen. Okay. Das ist ein wunderschöner Parkplatz. Fand ich auch. Hast du mich nicht woanders rauslassen können, wo ich auch mal ein bisschen. Ich schicke eine Drohne. Habe Einblick durch Löcher. Ziel Nummer 2. Gedanken sehe fliegt. Aber nichts. Drittes wir haben, wenn wir durch das Tor kommen, direkt drei Feinde. Es wäre vielleicht gut, wenn wir erst von hinten quasi über die Mauer klettern. Aber zum Beispiel nicht da, wo der Wanwa gerade steht. Da ist kein Schutzcenter. Ja. Guck mal eben. Stimme zu. Du eine bessere Position. Na,
Aber ein einzelnes Ziel draußen vor der Mauer, ich neutralisiere. Ja. Positiv. Einer befindet sich auf dem Balkon, kann jemand den sehen? Negativ. Eine weitere Person kommt auf das Tor zu. Könnte sein, dass er rausgeht. Wäre natürlich. Wenn er rausgeht, ist er tot. Aufklärung benötige Freigabe. Ich habe zwei Ziele. Zu gehen. Einmal kurz abwarten, wann wir. Zwei Ziele neutralisiert, musste schießen. So, wann war was bitte? Ich brauche die Freigabe, hier über die Mauer zu gehen. Das Tango auf dem Balkon sehe ich. Dann neutralisieren. Neutralisiert. Tango am Boden. Sehr gut. Ja, Wanwa, du kannst auch rübergehen. Auf Garage dem Gelände ist, sauber. Ist niemand mehr. Hier ist Munition und Treibstoff. Gelände kann vorgerückt werden. Ich befinde mich im Gelände. Oh, schönes Ort. Was ist ich befinde mich ebenfalls im Gelände. Oh, Haus ist auch clear. Wir sind allein. Information. Wir sind auf der Suche nach zwei Informationslagern, die sich im Haus befinden sollen, angeblich. Dito hat einen Schlepptop gefunden, haben wir einen Hacker anwesend? Ja, lass mich mal wieder an. Na dann. Das war's nicht. Komm. Da. Ich kenne den Standort einer Kartellantenne. Die sollten wir demnächst abschalten. Hier ist der Standort eines Kartellsenders. Na prima, ja, schalten wir was auf und jetzt sollen wir was abschalten. Oh, nicht schlecht. Bock, Bock? Hier war ein Huhn? Ich hab einen Huhn gehört. Wo ist das Huhn? Wo ist das Huhn? Bock, 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 Bock. Ich hab's genau gehört. Wo ist das Huhn? Okay, wir haben hier alles. Wir können weiter. Draußen ist ein schönes Auto. Ja, und das ist sogar noch ganz. Und er ist natürlich ein kleiner. Mit der Erlaubnis, mit dem Pickup fahren zu dürfen. Okay, unser Fahrer will mal nicht fahren. Okay. Solange du auch gut fahren kannst, ist alles recht. Wo müssen wir denn hin? Rechts. Links. Ja, das kann jetzt wieder was werden im Regen. Da vorne geradeaus und der Straße folgen. Ich melde an, wir sind über der Zeit. Dann wird. Wann war es gerade gemutet? Wahrscheinlich steckt ihm was im Hals. Ein Endlinges. Mach mal bitte einmal das Radio aus. Danke. Okay, damit würde ich sagen, Kameraden, beenden wir den Einsatz. Wir sehen uns das nächste Mal wieder um 18:00. Und ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.